Ja, und somit ein recht herzliches Hallo wieder zu MXGP3, die Karriere. Weiter geht's. Genau, da sind wir in Supanburi unterwegs und da sind wir ja schon das Quali, meine ich, gefahren. Ja, da sind wir nämlich Erster. Wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir hier mal rein in die zwei Rennen. Ja genau, da habe ich einen Tipp bekommen wegen des Videos, dass es leicht unscharf ist, aber gut. Das soll jetzt nicht das Problem sein. So, schauen wir mal hier, erste Kurve, dass das halbwegs passt. Boah, da war die KI aber nicht schlecht, so wir versuchen hier wieder ein bisschen innen zu gehen. Sind sie mal gut durchgekommen? Mal schauen, ob uns die Pole was bringt. Über die ganze Runde gesehen. Da waren wir von der Zeit her nicht so schlecht unterwegs eigentlich. Ja gut, war mein Fehler. Fehlt mir ein bisschen das Feingefühl. Ich dachte, ich habe eh schon mehr als zu früh gebremst, aber zu langsam kann man ja auch nicht fahren. Ja, Livestream-mäßig können wir karrieremäßig leider nicht wirklich fahren, weil es eben ein bisschen ruckelt. Das ist dann im Endeffekt unfahrbar fast schon, mit dem Kommentieren und Livestream extra noch. Es ist leider ein bisschen problematisch. Können maximal nur irgendwie so ein Einzel-Event irgendwas starten vielleicht, wenn wir dann einen Livestream mal machen. Ansonsten ist das relativ schwierig, bis ich es herausgefunden habe, egal ob es jetzt hier ist oder bei MotoGP oder bei Formel 1. Irgendwie bricht mir da die Framerate zusammen und ich weiß noch nicht warum. So, die KI hier im Rennen anscheinend ein bisschen schneller als wie im Quali, von den Zeiten her. War schon wieder fast hier eine mitbekommen hinten. Wir können hier ein bisschen dranbleiben bei den schnellsten. Da war ich zu blöd. Bin da gestürzt. Der gehört eindeutig mir. Das wollten wir nicht. Das wollten wir nicht. Ah, da ist so ein kleiner Hügel runter. Deswegen. Da hat es mich ein bisschen versetzt nach unten. Sonst wäre es vielleicht sogar ausgegangen. Und da bin ich ihm dann
noch brutaler reingerutscht. Ja, spontan zurückgespult, egal. Finish und P9. Hier im ersten Lauf mit einem Sturz. Auch schon mal ein paar Tage nicht gefahren. Na gut. Dann rein in den zweiten Lauf. Und schauen mal, was onboard so geht. Jetzt einmal den Start hier. Goldenhof ein bisschen weit gegangen, aber alles im grünen Bereich. Oh, sorry. Nichts passiert, da ist er noch. So, schauen wir mal. Meistens geht es ja im zweiten Lauf und war dann wieder ein bisschen besser. Onboard Scrub ist ein bisschen problematisch. Ah, die Kawasaki da, die bleibt da hartnäckig neben uns. Tix, Charlie Tix, eh. Ja, bin gespannt nach den ersten Mal Rennen, ob wir da auch WM-technisch dabei sind, wird und ist definitiv ein bisschen schwieriger, was ich so gesehen habe, als wie beim MXGP 2, glaube ich. Das geht jetzt nicht mehr so ganz so locker von der Hand, dass man hier Weltmeister wird. Zum Motorrad haben wir eh ausgebaut, unsere Suzuki. Ein leichter Fehler von uns, da haben wir jetzt wieder mindestens eine Position ein bisschen verloren, leider hier gegen Geischer. So, hier können wir wieder ein bisschen was gut machen. Also er kommt jetzt innen, oh, da zieht uns wieder nach außen. So, letzte Runde, da sind wir schon. Boah, fast hier rein in die Pirelli-Werbung. Thank you.
Ah, die Top-Piloten sind schon cool unterwegs hier. Boah, da kommt doch eine Yamaha sogar. Müssen wir uns ein bisschen behaupten. Oh, da geht er innen durch. Gutes Manöver von ihm. Da hinten noch eine Kawasaki haben wir da gesehen. Boah, da ist er außen. Finish. Wow. Wow, Glück gehabt. Da haben wir uns noch, glaube ich, P5 gesichert. Das war ganz knapp. Ja, war ein gutes Rennen. Aber für ganz vorne hat Kairoli Colton auf. Wow, KTM hier dominant. Geisser dann. Popscheif. Auf der Honda und dann wir bestes Suzuki. Sonst schaut Suzuki-mäßig eigentlich gar nicht gut aus. Stripbosch hier, ja, nachdem die Saal weggegangen ist, jetzt auf Suzuki auf der 8 herumgurkt. Ja, schwierig für Suzuki. Husqvarna, ja. TM sehe ich da jetzt gar keine. Anscheinend TM gar nicht mehr vertreten der WM. Schade. Jo, Freunde, und oh, da sind wir sogar nur Siebter hier am Wochenende. Insgesamt. Okay. Ja, aber die anderen, ja, gut, 28, dann 30 und 31. Also, ihr seht, 3 bis 4 Punkte mehr und wir werden schon auf P4. So knapp ist es. Also, insgesamt von den Punkten her ist es okay. Kairoli zweimal gewonnen. Souverän auf KTM. Ist auch WM-Führender. Wahnsinn. Und Colton noch mit anderen KTM Dritter. KTM scheint ein gutes Motorrad zu sein. Da werden wir sicherlich im Werksteam einmal eine Saison noch fahren bei Kairoli und Coltenhoff. Da bin ich mir sicher. Ansonsten müssen wir noch schauen, wo es uns noch hin verschlägt. Jo, das soll es dann schon wieder gewesen sein für heute. Falkenswaard, Niederlande. Gut, und im nächsten Part dann wieder gewohnt mit 1 bis 2 Runde Quali und dann die 2 Rennen. Dann wieder die gewohnte Länge. Jetzt haben wir uns wieder, oder zwar ich mich wieder selber eingeholt, wenn man so sagen will. In der Urlaubsphase jetzt. Jo, perfekt. Dann sind wir im nächsten Part wieder im gewohnten Rhythmus unterwegs. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und jo, bis zum nächsten Mal, liebe Motocross-Freunde. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.